Hallo, mein Name ist Gernot Haas. Ich bin Schauspieler und Kabarettist und freue mich auf ein Gespräch mit einem ganz besonderen Menschen. Wir beide haben uns im letzten Jahr bei einer Fernsehsendung zum Thema Corona kennengelernt. Er ist Forscher auf dem Gebiet der neurobiologischen Präventionsforschung, Autor und kurz gesagt der bekannteste Hirnforscher Deutschlands, Gerald Hüther. Ich Schön, grüße dass du dich. dir Zeit genommen hast, lieber Gerald. Sehr gerne, mit dir rede ich immer gerne. Das freut mich. Ich mit dir auch. Und ich möchte gern mit dir über die Zeit reden, über diese seltsame Zeit, in der wir momentan leben. Diese Krise, die wir alle miterleben, wo ich das Gefühl habe, dass unter dieser Krise ein Zustand der Angst ist, durch den diese Krise getragen wird. Und nachdem das eines deiner Fachgebiete ist, würde mich interessieren, wie du das empfindest. Ja, wir sind jetzt schon so lange drin, dass ich auch ein bisschen befürchte, dass die Leute alle die Nase voll haben, sich dauernd mit dieser Krise zu beschäftigen. Und als das damals losging, habe ich mich schon gefragt, was wird denn wohl jetzt das Wichtigste sein, was da zutage tritt? Also Krisen sind ja auch immer solche Momente, in denen Dinge zutage treten, die man sonst nicht so gut sieht, also die zugekleistert sind, wie man das so auf Deutsch sagt. Und das habe ich sehr schnell geahnt, das wird die Angst sein. Es wird eine angstgetriebene Gesellschaft sein, wo sehr viele Menschen unsicher sind, nicht wissen, was sie tun sollen, Angst haben und dann nach einem Retter suchen. Also nach Politikern, die ihnen sagen, was sie machen sollen. Und die wiederum wissen es ja auch nicht und deshalb werden die wieder Experten fragen müssen und dann müssen die Experten dann eben sagen, was man machen muss. Und dann wird es sehr leicht dazu führen, dass die Bevölkerung das alles macht, was da von den Politikern auf Expertenrat hin empfohlen oder dann sogar vorgeschrieben wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht. Aber es war mir damals schon klar, dass wir in unseren Gesellschaften, das wird auch in Österreich nicht anders sein, ein eigenartiges Phänomen haben, nämlich dass die Menschen in dieser, nennen wir es mal, in dieser Dienstleistungsgesellschaft und in dieser Konsumgesellschaft zunehmend dazu verführt werden, lebensuntüchtig zu werden. Also in einem doppelten Sinne, wenn für jede menschliche Handhabung und jedes menschliche Bedürfnis immer einer kommt, der sagt, ich mache dir das. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist der 30-Jährige, dem nun inzwischen auch schon angeboten wird, dass man ihm die Fußnägel schneidet. Wird das dann natürlich auch wahrgenommen. Und für alles gibt es inzwischen, die das machen, gekauft und die Dienstleistung wird absolviert. Und woran man dann nicht so gleich denkt, ist, dass das ja dazu führt, dass man es selber nicht mehr kann. Und ich kenne unendlich viele Leute, die geraten in Panik, wenn der Abfluss in der Küche verstopft ist und von dem dann plötzlich streikenden oder nicht mehr vorhandenen Fußnagelschneider mal ganz abgesehen. Und das heißt mit anderen Worten, und da steckt jetzt wirklich Pulver drin, dass in einer Gesellschaft, in der Menschen Geld verdienen damit, dass sie anderen Dienstleistungen anbieten, zwangsläufig eine Tendenz herrscht, die dahin führt, dass Menschen immer weniger Lebenskompetenzen besitzen, weil sie sich das von irgendjemandem machen lassen. So, und da haben wir den ersten großen Grund dafür, dass solche Menschen natürlich auch ganz leicht Angst kriegen, wenn der Dienstleister ausfällt. Weil sie können es ja selber gar nicht mehr. Das ist die zwangsläufige, also sozusagen wissenschaftlich heißt das, das ist ein inhärentes Strukturmerkmal einer Dienstleistungsgesellschaft, dass sie am Ende so viele Dienstleistungen anbietet, dass die Leute immer Und selbstständiger inkompetenter werden werden. auch. So. Die sind natürlich sozusagen dann auch sehr leicht in Angst und Panik zu versetzen, wenn der Dienstleister nicht mehr funktionieren sollte. Und die wissen das ja auch im Innersten, dass sie völlig lebensuntüchtig sind. Und das Zweite ist eine auf Wachstum orientierte Konsumgesellschaft, die braucht ja ständig Kunden. Und damit man diesen Kunden nur auch diese ganzen Produkte, die da alle entwickelt werden und produziert werden, auch aufschwatzen kann, dürfen die nicht allzu kritisch sein. Also die sollten möglichst nicht in der Lage sein zu durchschauen, dass ihnen dann nun schon wieder irgendein Mist angeboten wird,
Und dass diese neueste Version des Smartphones nun auch nicht so besonders ist im Vergleich zu der vorhergehenden, dass die Produkte dann auch häufig extra so hergestellt worden sind, dass sie möglichst schnell kaputt gehen. Und also da braucht man kritischen Verstand eigentlich, aber den können natürlich die Hersteller dieser Produkte nicht gebrauchen. Also die sind inhärent als Strukturmerkmal einer auf Wachstum orientierten Konsumgesellschaft daran interessiert, dass möglichst viele blöde, unkritische Leute herumlaufen, die sich alles aufschwatzen lassen, was sie ihnen da so anbieten. So, und da fängt es an, kritisch zu werden, weil jetzt haben wir nicht nur Lebensuntüchtige, sondern jetzt haben wir auch noch welche, die nicht richtig denken können. Mhm. Also die sozusagen ihren eigenen kritischen Geist gar nicht richtig geformt haben, die manipulierbar sind. Und die kann man natürlich wunderbar verängstigen. Mhm. Jetzt komme ich mit meinem Buchtitel, weil dann ist, wenn man so eine Gesellschaft hat, dann und es passiert dann was wie diese Corona-Problematik, dann ist absehbar, dass der hier jetzt dass die Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und was macht man, wenn man so einer ist, der sich dann nicht selber helfen kann, der auch dann gleich in Panik ausbricht? Man sucht dann, und das haben die Menschen ja massenhaft gemacht, wahrscheinlich in Österreich auch, nach einem, der ihnen hilft, also nach einem Strohhalm sozusagen, damit man nicht untergeht. Ja, und wo soll der herkommen? Das können ja nur die Politiker sein, die diese Handlungsanweisungen oder Ratschläge oder Empfehlungen dann ausgeben. Und die Politiker sind aber auch unsicher und wissen nicht richtig, was sie eigentlich machen sollen. Und deshalb müssen die sich auch irgendwo absichern, damit das, was sie da erzählen, sagen wir, kein Unsinn wird oder wie man das heute so nennt, Verschwörungstheorien. Deshalb gehen die zu den Wissenschaftlern und sagen, hallo, ihr seid doch die Experten für die Virologie, jetzt sagt uns mal, was wir hier machen sollen. Und nichts gefällt einem Wissenschaftler besser, als wenn endlich mal einer kommt und ihn bittet, mal seine Expertise abzugeben. Da muss man schon sehr, sehr gefestigt sein, wenn man da nicht mit stolz geschwellter Brust da verkündet, was man da weiß. Und das haben die natürlich auch gemacht. Das ist ja auch nichts Böses, aber das Problem ist, dass ein Virologe heutzutage, das haben wahrscheinlich die Politiker auch nicht gewusst, ein Virologe heutzutage ist eher ein Molekularbiologe. Er kennt sich mit Sequenzierungen aus und mit diesen ganzen Mutanten und keine Ahnung was noch alles. Also sehr viel mit Biochemie, aber nicht mit Epidemiologie. Ja. Mit Immunologie schon gleich gar nicht. Und die Tatsache, dass Menschen, wenn sie verängstigt sind, in eine schwierige Situation geraten, weil nämlich ihr Immunsystem unterdrückt wird und sie dann noch anfälliger für irgendeinen Infekt werden, das ist denen auch wahrscheinlich nicht bekannt. Und damit haben wir eine sehr ungünstige Situation heraufbeschworen. Und seit anderthalb Jahren gucke ich mir das jetzt an. Ich sehe, wie die Menschen immer unruhiger werden, weil das einfach auf diese Weise nicht aufrechtzuerhalten ist. Ich weiß aber, dass, und ich kann mir gut vorstellen, wie schwer das jetzt ist für die Verantwortlichen, aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Also wie soll man das machen? Im Grunde genommen bleibt dann nur eines, nämlich dass man dann sagt, jetzt müssen sich alle impfen lassen, dann ist es vorbei. Wahrscheinlich jeder weiß, dass das mit einer Impfung auch nicht so schnell vorbei ist. Also das Virus verändert sich ständig. Jetzt kommen sie schon und sagen, da müssen wir im halben Jahr wieder impfen, auffrischen. Und außerdem ist es auch so, dass wenn sie geimpft sind, haben sie trotzdem noch die Möglichkeit, andere anzustecken. Und deshalb nützt ihnen die Impfung auch nichts. Also sie können sich eigentlich nur mit der Impfung davor schützen, dass sie auf der Intensivstation landen. Schwere Krankheitsverläufe werden verhindert, heißt es. Ja, und dann gibt es aber wahrscheinlich inzwischen sehr viele Menschen, meine Eltern zum Beispiel mit 95, nicht geimpft, Corona-positiv, weil in dem Heim, wo die sind, nach der Impfung 14 Tage oder eine Woche später Corona ausgebrochen ist. Da wurden die, und die sind aber nicht mitgeimpft worden, und die wurden dann auch positiv getestet und kamen keiner der Symptome. Das heißt, da gibt es auch 95er, die haben so ein starkes Immunsystem. Und das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wer und was für Leute tatsächlich so anfällig sind für diese Ansteckung. Und die Ansteckung ist auch nicht das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass man sich angesteckt hat, sondern dass man diese Krankheitssymptome bekommt, dass sich das Virus im Körper so ausbreiten kann. Und das scheint bei den Menschen sehr unterschiedlich zu sein. Was ich, Entschuldige. Und
und was uns die Virologen da eingebrockt haben, ist eben eine fatale Geschichte, an der die jetzt wahrscheinlich selber leiden. Früher war es immer so, dass wenn so eine Epidemie aufgetreten ist, dann haben wir die Kranken gezählt. Die hatten Symptome und da haben wir uns um die gekümmert, das war auch alles gut. Jetzt haben wir das mit Hilfe dieser PCR-Technik, also mit diesem Messverfahren, sind wir in der Lage zu messen, wie sich das Virus ausbreitet. Das haben wir noch nie gewusst. Also weder bei Masern noch bei irgendwelchen Grippeepidemien, bei keiner anderen Viruserkrankung wussten wir, wie verbreitet das Virus ist. Wir haben immer nur die Kranken gesehen. Mhm. Und jetzt ist dank des Fortschrittes in der Molekularbiologie es möglich zu messen, wie sich das Virus ausbreitet. Und auf einmal sehen wir Dinge, die wir dann so interpretieren, als seien die Leute alle jetzt vom Tode bedroht, nur weil sie PCR-positiv sind. Und dann muss man sich dann schon sehr genau die Daten anschauen, muss sich die Zahlen anschauen. Und jemand, der aber so in Angst und Panik versetzt ist, der wird das nicht machen. Das ist viel zu schwierig und traut er sich auch nicht zu. Und deshalb ist das so gekommen, wie ich es befürchtet habe, nämlich dass eine richtige breite Angst um sich greift. Mhm. Und die Menschen versuchen jetzt, das irgendwie zu kontrollieren. Und dann haben wir das, was wir jetzt haben. Lockdown was ich ganz interessant finde an dem, was du sagst, ist, dass auf der einen Seite die Menschen unselbstständiger werden in dieser Gesellschaft, in der wir sind, Verantwortung abgeben. Und das spricht auch dafür oder erklärt ja auch, dass es auf der anderen Seite so viele Berufe gibt wie den ärztlichen Beruf, der nicht mehr ganzheitlich ist, sondern da gibt es eben die Virologen, die Epidemiologen, die nur einzelne Dinge anschauen und das große Ganze aus den Augen verloren haben und im Grunde genommen die Menschen auch kein Vertrauen mehr ins Leben haben. So kommt es mir zumindest vor. Was ich für Gefühl aber auch, das würde mich interessieren, was du dazu sagst, ist, dass natürlich unter dieser Krise auch ganz stark die Angst vorm Tod eine Rolle spielt, weil die Menschen sich ja mit ihrer Endlichkeit wenig oder kaum auseinandersetzen oder die wenigsten das tun. Und über die Angst vorm Tod lässt sich natürlich besonders gut manipulieren. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann war ich mal auf einer Palliativstation. Und das kann ich jedem nur empfehlen, dort mal hinzugehen und mit den Menschen dort zu reden. Das sind ja Todgeweihte. Palliativstation heißt, das sind Kranken, wo die Medizin sagt, für die kann man nichts mehr tun. Und die müssten ja alle sozusagen mit hochstehenden Haaren da liegen. Ja, nicht unbedingt, weil die konfrontieren sich ja direkt. Die wissen ja, die haben ja dann so wie jemand, der einen Befund für eine tödliche Krankheit kriegt, der durchläuft ja Phasen. Ne? Also ich habe auch mit Sterbenden schon zu tun gehabt, die am Ende dann ganz friedlich waren und auch ganz gelassen in den Tod gegangen sind. Aber wenn man jemanden, der nicht mit dem Thema konfrontiert ist, damit kommt, sagen die meisten, reden wir über was anderes. Also das fällt mir schon auch auf. Also ein Mensch, der jetzt nicht sich mit dem Thema konfrontieren muss durch einen Befund oder durch ein persönliches Erlebnis, der ist sehr schnell geneigt, dieses Thema irgendwie zu beenden. Das ist auch richtig, diese Beobachtung. Nur was meine Beobachtung zeigen soll, ist, dass Menschen, wenn sie wirklich mit dieser Gefahr konfrontiert sind, des Todes, ist gar nicht so schlimm, wenn es ernst ist. Ja, wenn es dann wirklich ernst ist. Aber es ist ja eine abstrakte Angst, die jetzt alle haben. Ne? Die Angst, auch wenn die Zahlen sprechen ja alle gegen diese Angst. Und trotzdem sind die Leute über diese Angst so manipulierbar. Das finde ich so spannend an der Situation. Aber das ist genau der Punkt. Wir Menschen, im Gegensatz zu den Tieren, also Tiere lassen sich nur in Panik versetzen durch die konkrete Gefahr. Genau. Da muss der Feind direkt, der Wolf sozusagen den Hasen schon direkt vor sich haben. Wir Menschen, bei uns geht das auch sehr locker, nur dadurch, dass wir uns vorstellen, wie gefährlich das sein könnte. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel, wenn da unten jetzt vor der Haustür der Löwe sitzt. Dann gehe ich runter, mache die Tür so auf und wenn ich merke, es ist ein Löwe, mache ich sofort wieder zu. So. Da habe ich einen Augenblick Angst, aber mein Hirn und meine mitgebrachten Verhaltensmuster bringen mich sofort dazu, eine entsprechende Lösung zu suchen und die heißt Türe zu und dann irgendwo anrufen, dass der da eingefangen wird. Das heißt, da habe ich gar keine richtige Angst. Das ist ähnlich so wie auf der Palliativstation, wenn der Tod vor der Tür steht. Also vor der wahrhaftigen Gefahr hat man gar nicht so viel Angst. Bei uns Menschen ist es viel schlimmer, wenn wir uns das nur vorstellen, dass das passieren könnte. Also wenn ich im Bett liege
und mir vorstelle, unten steht, sitzt ein Löwe und nicht nur unten, sondern vor allen Fenstern und die ganze Stadt ist voller Löwen. Und dann sitze ich da im Bett, Zähne schlotternd und da nützt es jetzt nichts, wenn ich die Tür zumache. Ja. Ich kann eigentlich überhaupt nichts machen, ich bin völlig hilflos. Ich bin meiner eigenen, nicht den Löwen bin ich nicht ausgeliefert, sondern meiner Vorstellung von dem, was geschehen könnte, bin ich hoffnungslos ausgeliefert, hilflos. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und das ist wirklich ein furchtbarer Zustand, wenn Menschen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und unter diesen Bedingungen sind sie dann von jedem, der ihnen erzählt, was man tun könnte, damit die Löwen endlich aus der Stadt vertrieben werden, da sind die dann überzeugt und übergeben dem das Kommando. Ja. Eins deiner letzten Bücher hat ja den schönen Untertitel Die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Über die Angst geht es da auch in dem Buch. Ist das die Lösung? Oder wie kommt man zu der Lösung, angstfreier leben zu können? Was ist da der Schlüssel aus deiner Sicht? Ja, wir haben es vorhin ja nicht ohne Grund so rum angefasst, dass wir gesagt haben, das, was die Menschen so anfällig macht für auch vor allen Dingen vorgestellte Ängste und geschürte Ängste, ist die Tatsache, dass sie selbst eigentlich nicht genügend Kompetenzen besitzen, ihr Leben selbstständig und selbstverantwortlich zu meistern und dass sie auch leicht manipulierbar sind, weil sie nicht mehr richtig kritisch die Dinge hinterfragen können, die ihnen da vorgesetzt werden. Das sind ja beides Merkmale, die einen Menschen auszeichnen, der eine innere Festigkeit und Stärke besitzt. Also heißt die Lösung und die Erkenntnis aus dieser ganzen Corona-Problematik und auch aus manchen anderen schwierigen Themen, in die wir als Menschheit und als Menschen, als Einzelne und als Gemeinschaften immer wieder geraten sind, die Lösung heißt stärken. Irgendwie den Typen wieder helfen, dass er wieder in seine eigene Kraft kommt. So, und das ist jetzt eine interessante Frage. Wir verfügen über unendlich viele Techniken, wie wir uns gegenseitig fertig machen, wie wir uns über den Tisch ziehen, na, wie wir uns da dissen und mobben und sonst was machen. Das sind wir Meister, wenn es darum geht, andere als Objekte zu benutzen, um uns selbst in eine vorteilhafte Position zu bringen. Es ist eine Kulturleistung. So kommt man nicht auf die Welt. Das lernen unsere Kinder und wir sind ihre Lehrmeister. Und wenn wir es in der Familie nicht machen, machen es die anderen Gleichaltrigen in der Schule oder im Kindergarten. Und wenn die es nicht machen, wird es denen ständig im Fernsehen und im Internet vorgespielt. Fast unvermeidbar. So, und das heißt, die meisten Menschen wissen ziemlich gut, wie sie sich selbst auf Kosten anderer bereichern und stärken. Aber wie man jetzt einen anderen Menschen stärkt, da haben die keine Ahnung. Also nicht. Und deshalb ist das eigentlich das interessantere Feld. Also immer dort, wo die Defizite sind, ist es interessant, wo die Leute schon so viel ausprobiert haben, das ist nicht mehr interessant. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kann man jetzt jemanden stärken, der irgendwie so schwach geworden ist? Also, Und was wäre dein und was wäre die Antwort, die du dir selbst gegeben oder die du gefunden hast? ja, früher hätte ich immer gesagt, dem muss man helfen, sich die Kompetenzen anzueignen. Ja, und dem muss man helfen, dass er einen kritischen Verstand wiederentwickelt. Und dem muss man Wissen und Sachwissen und Kenntnisse vermitteln und Fähigkeiten, Fertigkeiten und können, hätte ich alles früher so gesagt. Und dann wird mir aber immer deutlicher, dass es Menschen gibt, die wissen wirklich sehr, sehr viel und die können auch sehr, sehr viel und die sind trotzdem ganz leicht ins Bockshorn zu treiben, wenn der richtige Angstmacher kommt. Und deshalb scheint es dahinter all diesen Kompetenzen noch etwas zu geben, nennen wir es mal etwas Inneres, was einen Menschen tatsächlich stark macht. Und wenn ich es mal so ganz platt und allgemein sage, ist es dieses Gefühl der festen Verbundenheit mit sich selbst. So, und das sind ja zwei Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Das eine ist nach Verbundenheit. Und wenn ich in eine Welt hineinwachse, in der ich diese Verbundenheit nicht bekomme, dann kann es mir sehr leicht passieren, dass ich sogar die Verbundenheit zu mir selbst verliere. Und dass ich mich dann selbst zum Objekt meiner eigenen Bewertung mache. Also ich trottel und ich bin nicht schön genug und ich kann kein Mathe und was es da alles so gibt, da
da trennt man sich ja von sich selbst, indem man sich selbst so negativ bewertet. Und es nützt auch nichts, dass man sich ständig einredet, man sei der Beste und Größte. Das ist ja dann auch wieder nicht stärkend in dem Sinne, sondern das weiß man ja selbst, dass man sich das nur eingeredet hat. Also so geht es dann auch nicht. Und das, was aber gehen könnte, ist, dass man einen Weg findet, sich wieder mit sich selbst zu verbinden, einfach indem man sich darum bemüht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Mhm. Das war auch für mich überraschend, habe ich nicht gedacht. Das hat mit Kompetenzen ja gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, ob ich beim nächsten Mal, wenn ich am Bäckerladen vorbeigehe, da reingehe und mir irgend so ein süßes Teil hole, obwohl ich weiß, dass mir das nicht bekommt, dann mache ich es eben nicht. Mhm. Nein, es will hin, aber ich nicht. Ja, okay. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein liebevollerer Umgang mit seinen eigenen Schwächen, wo man geduldiger mit sich selber umgeht und sagt, man nimmt es halt mal an und wenn man es verändern kann, verändert man es. Und wenn der Zeitpunkt noch nicht da ist oder man es noch nicht schafft, geht man auch liebevoll mit dem Versagen, sogenannten Versagen um. Oder? Ja, aber man kann sich zu jedem Moment immer wieder fragen, ob einem das jetzt gut tut. Also, dass ich an Orten esse, die unschön sind, auf der Straße zum Beispiel. Oder dass ich mit Leuten esse, die mir gar nicht gefallen. Und zu Zeiten, die mir nicht passen, weil ich dann am nächsten Morgen total zerschlagen aufwache, wenn ich abends zu spät gegessen habe. Und dann geht es ja weiter. Dann habe ich diese digitalen Medien oder das Fernsehgerät. Tut mir das gut, wenn ich mir da abends diesen Krimi angucke? Nur weil ich mir immer den Krimi angucke, kann ich mich da fragen, nee, mache ich heute nicht, tut mir nicht gut, macht mich immer ganz verrückt, kann ich hinterher nicht schlafen, mache ich einfach aus so. Und plötzlich werden Menschen, nur allein dadurch, dass die das machen, was ihnen gut tut, wieder zu Gestaltern ihres eigenen Lebens. Das ist total verrückt. Und das braucht auch nicht ewig, das merkt man sofort in der Situation. Der hat ausgemacht und plötzlich merkt, oh, was habe ich den ganzen Abend frei? Und dann kann ich mir überlegen, was ich jetzt machen will. Gehe ich spazieren, trinke ich mit meiner Partnerin ein schönes Glas Wein und wir unterhalten uns ein bisschen, gehen wir heute mal ein bisschen früher ins Bett und keine Ahnung. Plötzlich ist man wieder Gestalter. Und das Tolle an diesem Ansatz, wo man versucht, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, besteht ja darin, dass man nicht warten muss, bis das alle anderen machen. Kann ich sofort anfangen. Jetzt, hier. Und sogar unter ungünstigen Bedingungen. Da kommt immer das Argument, ja, aber ich bin doch im Hamsterrad und es geht doch nicht anders, ich muss doch. Nein, also sogar ein Häftling im Knast, der wirklich nicht mehr viele Optionen hat, kann sich immer noch entscheiden, ob er mit dem Kopf gegen die Wand rennen will die ganze Zeit oder ob er sich auf die Pritsche setzt und sich überlegt, was er denn in dieser misslichen Situation tun könnte, was ihm Freude macht. Vielleicht sagt er sich im Geiste Gedichte auf, vielleicht spielt er im Geist mit sich selber Schach. Keine Ahnung, es wird ihm schon was einfallen. Und in dem Augenblick, wo er das macht, ist er wieder Gefangenschaft plötzlich irre. Und das macht Menschen stark, ja. Das macht Menschen wirklich stark, wenn die merken, ich bin wieder mit meinen Bedürfnissen verbunden, ich spüre, was ich wirklich brauche und nicht das, was mir andere Leute aufschwatzen. Ich spüre auch meinen eigenen Körper wieder, meine Sinnlichkeit, meine Erotik, meine Lebensfreude, meine Entdeckerfreude, alles kommt wieder. Und dann macht das Leben auch wieder Spaß, dann mag ich mich auch selbst und als Nebeneffekt mag ich dann auch andere Leute. Und bin auch netter zu denen, weil ich ja jetzt kein Bedürftiger mehr bin, der die ständig benutzen muss, um mich selbst aufzuwerten, sondern weil ich so viel Kraft habe, kann ich jetzt was verschenken. Das ist im Hintergrund, das ist Erich Fromm, Sein und Haben. Es gibt Menschen, die müssen immer zu irgendwas haben von anderen. Und vor denen würde ich dann lieber abhauen, wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe. Und würde mir lieber welche suchen, die was zu verschenken haben. Also sich selbst. Da fällt mir ein Lied ein, das der Dr. Klinkert, der dir ja sicher auch was sagt, Dietrich Klinkert, der Gründer der Psychokinesiologie, immer bei seinen Seminaren singt und ich singe das auch bei meinen Programmen mit den Leuten, wo der Text ist, nur so wie ich bin, erreiche ich das, wonach ich suche. Ich bin, wie ich bin, ich weiß, ich mag mich. Ja? Da haben die Leute oft ein Problem, wobei er immer dazu sagt, das heißt nicht, dass wenn man draufkommt, dass man wo ein Arsch ist, dass man dort auch der Arsch bleibt, sondern da darf man sich dann auch verändern. Ja, es nützt eben nichts, es sich nur zu erzählen. Du musst es tun. Genau. Das ist sozusagen mein Beitrag als Hirnforscher. Da ändert sich in der Birne überhaupt nichts davon, dass man sich ständig erzählt, selbst einzureden versucht, wie toll man ist.
Das muss man muss es draußen im lebendigen Leben erfahren. Und das, was man selbst erfährt, nämlich dieses große Glück, dass ich selbst unter schwierigen Bedingungen Gestalter meines eigenen Lebens sein kann, wenn ich das will, indem ich liebevoll mit mir selbst umgehe, das ist erfahrbar. Und deshalb bleibt das auch in der Birne hängen. Das heißt, der Weg zu sich selbst ist der Weg raus, auch aus dieser Krise und raus aus der Angst. Genau, und dann kann ich mit der Unwägbarkeit des Lebens auch umgehen. Das kann ich dir annehmen. Da muss ich nicht alles beherrschen. Also beherrschen muss ja immer nur alles einer, der es nicht drauf hat, mit der Unsicherheit umzugehen. Lieber Gerald, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche allen, die uns zuschauen, dass sie auf dem Weg zu sich selbst tolle Erfahrungen machen und die Angst verlieren. Danke. Ich bedanke mich auch und alles Gute dir. Alles Liebe. Ja, danke auch. Ja, ciao. Ciao.